Hallo, willkommen zurück bei StarCraft 2 Heart of the Swarm. Ich bin Maru. Das ist so eine Forschungseinrichtung für Hybriden. Und da oben sind noch so drei. Warte mal, bis Sprich. der Krieger hier soweit ist. Mutation abgeschlossen. Mal hier hin. Was soll ich hier gehen? Hier hin. So. Was ist es diesmal? Deine Königin lauscht. Narut hat zwei Hybriden gleichzeitig erweckt. Es ist soweit, Königin. Töte sie. Und das Labor gehört uns. Ich werde vergessen. Also der war aus dem Boden raus, der Penner. Wir waren erfolgreich, meine Königin. Im Labor gibt es keine weiteren Signaturen von Hybriden. Schickt den Schwarm in die unteren Ebenen. Tötet alles, was sich uns in den Weg stellt. Narut hat etwas vor. Und ich werde herausfinden, was es ist. Wir müssen an Narut um ihn assimilieren. Aha. Machen wir das nicht? Ich habe dort drin Naruts Gedanken berührt. Ich konnte seine Hingabe zu diesem Amon spüren. Narut versucht schon seit Jahrtausenden, seinen Meister auferstehen zu lassen. Es ergibt Sinn. Der endlose Konflikt zwischen Protoss und Zerg, die Hybriden, alles Teil des Plans, Amon wiederzuerwecken. Nicht, wenn wir ihn aufhalten. Ja, Amon sollte man lieber nicht wiedererwecken. Die Hybriden, ihre Essenz ist stark, aber ich kann sie nicht sammeln. Narut hat sie erschaffen. Glaubst du, er wird dir mehr Essenz beschaffen, wenn du ihm folgst? Er dient einem Meister, der alle Essenz verschlingen wird. Du sprichst von Amon? Ich glaube, er ist tot. Und ich werde sicherstellen, dass das auch so bleibt. Sollte er leben, wird alle Essenz verloren sein. Entwicklung wird nicht mehr möglich sein. Ich werde kämpfen. Dieses Ding im Labor, Narut, es verhüllt seinen Geist vor mir. Doch ich spüre seine Macht. Erzähl mir davon. Es ist... anders als alles, was ich kenne. Aber du hast den Uralten vernichtet. Du hast die Macht von ganz Zerus. Es entspringt der Leere. Kalt und abweisend. Aber so machtvoll, dass es schmerzt. Wir spüren merkwürdige Signaturen im Labor. Du meinst außer den Hybriden und dem Gestaltwandler? Protoss, meine Königin. In großer Anzahl. Ja, ich spüre sie jetzt. Tal'Darim. Sie dienen Amon bereitwillig. Sie beten ihn an. Sie beten einen toten Gott an? Das macht sie umso gefährlicher. Ich frage mich, wie Narut es schaffen wollte, ein so mächtiges Wesen wie Amon wiederzuerwecken. Ich glaube, die Hybriden sind der Schlüssel. Sie sammeln psionische Energie.
Aber wo würden sie genug davon finden, um einen toten Gott wiederzubeleben? Du hast gesagt, dass ein altes Xel'Naga-Artefakt genutzt wurde, um dich wieder zu einem Menschen werden zu lassen. Aber all deine Macht als Königin der Klingen, wohin verschwand sie nach deiner Verwandlung? Du meinst, es könnte ein Hybrid in der Nähe gewesen sein, der diese Energie gesammelt hat? Und genutzt hat, um... Oh nein. Sollte Narut das Xel'Naga-Artefakt auf diese Weise genutzt haben, hat er möglicherweise bereits genügend Energie, um Amon wiederzubeleben. Das wäre gefährlich. Perfektion. Tief im Kern. In Strängen. Moment, müssen wir kurz Kerrigan anschauen. Die Essenzen der Urzerg-Anführer haben eine neue Säule und viele neue Fähigkeiten erweckt. Wenn die nächste Stufe deiner Fähigkeiten erwacht, wirst du in dieser dritten Säule ebenfalls neue Fähigkeiten erhalten. So, dann evolutionieren wir doch mal die... Mutalisken-Gattung bereit für Anpassung. Verwilderte Brutlords geortet, muss Essenz zurückerlangen. Kann mit Mutalisken-Gattung verwoben werden. Bin ich gespannt. Viper scheint einfach die neue Fähigkeit zu sein, aber Brutlords sind natürlich auch geil. Verteidigungsplattform der Liga Sigma Centauri. Verwilderte Brutlords nahe. Geschütztürme auf Töten von Mutalisken spezialisiert. Stagnation ohne Brutlords. Finde die Brutlords. Wir werden ihre Essenz assimilieren und die Liga zerstören. Fliegen wir aber mal im Weltraum rum. Wir können das ja. Brutlords töten. Essenz erlangen. Ja, erstmal die abschießen. Jetzt können wir die abschießen, ohne der Gegenwehr. Mutalisken können zu Brutlords morphen. Erwarten Befehl. Morph zu Brutlords. Ziele an. Sende Mutalisken, beschützen Brutlords, ergänzende Fähigkeiten. Moment, trennen wir mal in die Gruppen. Setzen wir diesem Putt ein Ende. Und Flug, Flug. Alter, vorhin der Verliebteinheit ist halt wirklich, dass sie kleine Einheiten schickt, die im Weg stehen. Unsere Streitkräfte
angegriffen. Hat mir hier versteckt. Und Flug. Da. Wir werden überrannt. Schickt Verstärkung. Die kleinen Viecher haben das gar nicht zerstört. Immer schwerer hier. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Oh, da hinten war. Dann schmeiß einfach mal da rein. Den Pool. Na, kann hier die weg da? Planetare Festung zerstört. Plattform gesichert. Gut, gut, Brutlord halt, ne? Gute Luftbelagerungseinheit. Bokas Hur. Lagerwelt der Liga. Trümmer von Frachtschiff entdeckt. Joriumkristall im Inneren. Jorium nützlich für Experimente. Erhöht psionisches Potenzial. Muss beschaffen. Forschung an Uressenz abgeschlossen. Neue Gattung erschaffen. Viper. Bereit zum Angriff auf Liga. Vipern? Was ist das für ein geiles Ding? Viper, strategische Einheit. Entführt Ziele, zerrt Freund oder Feind an eigenen Standort. Oder bekommen. Bewegt euch über den Fluss und zieht unsere Scheusale auf die andere Seite. Okay. Belagerungspanzer entdeckt. Vipern einsetzen. In Reichweite der Scheusale ziehen. Okay, ich nehme Mutter Brutlords. Mach es weg! Anti-Air-Einheiten, aber okay. Nur mit einem Boden qualitativ rumziehen können.
Reaper stößt lähmende Wolke aus. Feinde darin können nicht angreifen. Ah, es gibt noch mehr. Das wiederum macht es ziemlich besser. Reiß diesen Bunker in Stücke! Nur die letzten Verteidiger sind übrig. Bringen wir es zu Ende. So, was haben wir hier noch? Fressen. Die können auch fressen. Sie können das auch einfach nur anknabbern. Nee, ich glaube Brutlords. Joriumfracht gesichert. Muss Mutalisken Metamorphose vorbereiten. Kehre in Evolutionsgrube zurück. Morph-Sequenz von Mutalisken bereit für Integration. Erwarte Entscheidung. Reaper aus Essenz von Zeros gebildet. Ursequenz optimiert. Überflüssigmutation entfernt. Stärker. Für Schwarm geeignet. Gattung Reaper für Schleptide. Für Schleier aus Manipulitschlachtfeld zum Vorteil des Schwarms. Gattung Brutlord. Beinahe verloren. Gattung Schänder kann nicht wiederhergestellt werden. Essenz nicht verfügbar. Mutalistenbasis muss ausreichen. Erschafft nach Metamorphose Brutling-Symbionten. Kann Brutling über weite Entfernungen senden. Gegner am Boden werden als Luft belagert. Mächtige Waffe. Evolution abgeschlossen. Yay, ich darf leben. Da freut er sich, der Kleine. Nichts von Neues zum Forschen, schade. So, wie es weiter geht in der nächsten Folge, sehen wir in der nächsten Folge. Ich würde jetzt nicht auf Mission noch klicken. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.